Wunderschönen Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus Hanoi. Ich habe gerade die Drehung ein bisschen vorsichtiger gemacht, weil mir das Mikrofon jetzt schon zweimal runtergerissen ist. So, liebe Leute, neue Stadt, neues Abenteuer. Wir sind in Hanoi in der Hauptstadt und das Erste, was uns direkt aufgefallen ist, ist, dass es wesentlich traditioneller ist als Ho Chi Minh. Und vielleicht will man noch ganz kurz erwähnen, wir hatten ja schon vorher mal angesprochen, dass wir mit dem Bus fahren wollten. Wir haben diese Strecke von Haiphong. Haiphong ist ja der Flughafen von Halong Bay. Ich muss aber nochmal nach Haiphong zum Flughafen, um die Reisepässe abzuholen. Also das ist auch erfolgreich abgeschlossen. Yay! Und jetzt haben wir es geschafft. Wir sind mit dem Bus hierher gefahren. 2,5 Stunden. Hat uns $12... Vorsicht! Hat uns $12 pro Person gekostet. War aber sehr angenehm. Für Mieter auch. Mieter haben wir nicht bezahlt, aber wir mussten extra für den Koffer zahlen. Genau, die Busse waren auf jeden Fall richtig cool. Haben wir uns geteilt mit unseren Freunden. Und jetzt exploren wir Hanoi ein bisschen bei ourselves und gucken, denn heute Abend haben wir noch was richtig Cooles vor und ich bin gespannt, wie die Mausebiene reagieren wird. Ich liebe das, durch so kleine Gassen zu laufen, wie ihr zum Beispiel seht, und auch das kenne ich aus Taiwan, wenn die Außenfassade des Hauses so richtig roh und alt aussieht, so offen, du hast überall sehr viel verrosteten Stahlrahmen, offene Kabel überall hängen, du hast diese Outside Units von den Aircons, alles offen, es tropft hier auf die Straße, es hat wirklich richtig Charme, da hast du zusätzlich noch die ganzen Klamotten hier aushängen, die hier trocknen. Äußerst schicken Laden, den Sabibo ausgesucht hat. Aber ich muss sagen, ich habe nicht geguckt, wie teuer die Speisen sind. Ist aber ein bisschen hochpreisiger, als wir den Laden betreten haben. Haben wir das auch gemerkt? Aber ich würde sagen, Schatz, alleine schon daran, dass hier einfach niemand drin sitzt. Also eigentlich habe ich mir gewünscht, unseren Hochzeitstag so zu verbringen, Schatz. Was jetzt interessant ist, die wurden gerade mit Nüssen versorgt. Ich glaube, was hat er gesagt? Macadamia? Nee, Cashew und? Ich weiß nicht, wie die heißen. In so einem kleinen Empfangsgetränk. Wein. Red Wein. Das trinkt ja eigentlich keiner wohl. Und hier das zum Händewaschen. Es sieht so aus, als wären hier irgendwelche Tabletten oder Cookies in der Mitte. Ja. So solche Zuckerdinger. Aber ich glaube, die soll man ins Wasser reinschmeißen. Und dann gehen die auf. Das Gefühl habe ich. Maus, lass mal ausprobieren. Das ist genau was für dich. Hier musst du da reinmachen. In das Wasser rein. Schmeiß rein. Schauen wir mal, was passiert. Andere Seite. Genau. Das ist ja cool. Wow. Jetzt mach mal. Noch mal für dich. Einen haben wir noch. Bringt bitte noch ein paar mehr. Nee, einen haben wir noch. Cool. Guck mal, aber wie cool ist das denn? Hey, was? Das ist richtig Hightech, ich sag dir. Hightech, nee, ganz und gar nicht. Ist einfach nur Papier. Da lohnt sich der höhere Preis. Sehr lecker, allerdings sehr kleine Portionen. Also ich muss keine Ahnung, wie viele Portionen essen, aber es war wirklich sehr lecker, oder? Ja, du bist mega hungrig. Also es war für mich so 2 Atemzüge und weg. War lecker. Reis hat mich ein bisschen zu körnig, ein bisschen zu trocken. Was ich auch nochmal zeigen wollte, ist in dem Drink, gut, dass ich nicht drauf gebissen habe, der Eiswürfel ist hier aus Metall. So ja, was ganz gut ist, weil so wird der Saft nicht wässrig. Stimmt. Aber ja, die Preise sind auf jeden Fall europäisch. Das Coole ist, jetzt kommt was sehr, sehr Geiles. Mila, da freust du dich auch schon drauf, ne? Puppentheater! Für uns geht's zum Puppentheater. Scheint hier in Hanoi eines der wichtigsten Sehenswürdigkeiten zu sein. Freust du dich? Ja!
lecker. Mikro abgeflogen. Oh, Freunde, wir haben einfach die geilsten Plätze hier. Wir sind zentral in der Mitte. Zentral in der Mitte macht Sinn. Wir sind zentral in der ersten Reihe. Also das Gute ist, wir waren ja auch ein bisschen früher und haben extra davor Tickets gekauft. Ja. Aber wann war das? Um 4, also so 2 Stunden davor. Ultra cool, und schaut dir das mal an. Sieh mal, jetzt fliegt sich. Sieh mal, fliegt. Was bewegt sich? Was fliegt da? Ja, fliegt niemand. Niemand? Nein, da. Ich glaube, das ist Staubmaß. Mit Trommelspielern, und das ist alles vietnamesisch, traditionell vietnamesische Geschichte. Ah, ich bin gespannt. Ach, die vietnamesische Geschichte wird hier erzählt. Genau. Oh, das ist ja was. Das ist ja was für Mila. Und auch alles auf Vietnamesisch. Approved. Ja, ich glaube, ich will auch eins. Das Witzige ist, wir unterhalten uns hier gerade. Es waren so mehrere Leute, und jetzt im Nachhinein realisiert, es waren tatsächlich mehrere Partien. Es waren 1, 2, 3 Geschäfte, die hier genau nebeneinander sind. Und alle drei haben versucht, uns für deren Laden zu begeistern. Wir haben es gar nicht gerafft. Wir dachten, das wären alle von einem Laden. Was reden die denn alle auf uns ein? So, wir haben Strawberry Sandwich Eis bekommen. Und für mich gibt's Mango. So, jetzt nochmal der perfekte Zeitpunkt, wo die Musik im Hintergrund ausgegangen ist, einmal ganz kurz über dieses wundervolle Puppentheater zu sprechen. Für mich war super spannend zu sehen, in was für eine Richtung sich das entwickelt, weil wir ja von unterschiedlichen Freunden unterschiedliche Meinungen bekommen haben. Die einen haben gesagt, mega langweilig, eingeschlafen. Und eine andere Person, die... Sie hat mir beinahe die Banane in den Mund gestopft. Mich einfach weggetreten. Was ist los? Hat sie dich auf jeden Fall nochmal beleidigt. Jetzt hat sie mich nochmal beleidigt. Na, eigentlich muss man wirklich die voll aus dem Konzept gebracht. Es sah wirklich so aus, als hätte sie mich beleidigt, ne? Hat sie, safe. Ja. Sie hat nämlich zu dem irgendwas auf Vietnamesen gesagt, zu dem am Stand. Aber du hast gesagt, unterschiedliche Freunde und unterschiedliche Meinungen zu dem Puppentheater. Genau, zweite Person war halt... Er ist eingeschlafen. Richtig boring, ihr braucht gar nicht hin. Gestern jemanden getroffen, mein ultra cool, ihr müsst mit Mila unbedingt dahin gehen, das wird so geil. Aber er ist auch eher der kreative Typ, Sounddesigner von Netflix. Was ich so schön fand, war, dass Mila ganz viele Emotionen gezeigt hat. Sie hat so sehr mitgefiebert. Sie war also von den Puppen zuwinkend über von dem Rauch beängstigt, weinend. Sie Angst hatte vor dem Rauch. Genau. Und in der nächsten Sekunde direkt zum Lachen wieder überspringt. Aber so richtig vor Freude also Tränen gekommen sind. Ich glaube, sie hat auch gerade das perfekte Alter dafür. Und wenn ihr mit Kindern hier seid, dann safe einmal das Puppentheater angucken. Es ist wirklich richtig, richtig cool. Ich würde sagen, es war 50 Minuten lang. Das hat auch jetzt ausgereicht. Du hast gemerkt, die letzten 5 Minuten war sie schon hippelig. Wollte sie schon los. Ja. Aber es war richtig cool und wir hatten einfach die perfekten Plätze. Schatz, wie fandst du's? Wie fandst du das Puppentheater? Welche war deine Lieblingspuppe? Was fandest du am tollsten beim Puppentheater? Die Fische. Die Fische? Cool. Das Eis klingt. Wir sind zu Hause und jetzt gehen wir schlafen. Der Tag war wunderschön. Nein, jetzt Eis! Doch gerade schon Ice Cream. Nein. Morgen geht es für uns nach Indonesien, noch nicht nach Lombok, weil die Flüge einfach zu teuer waren und wir verpeilten, haben einfach nicht rechtzeitig gebucht. Deswegen geht es für uns nach Bali. Vielleicht kann man ganz kurz erwähnen, wir sind ja für 50, 60 Euro pro Person hierher geflogen. Die Rückflüge waren über 400 Euro pro Person. Ja, aber weil wir auch irgendwie so 4 Tage vor Abflug geguckt haben oder einfach mega Glück hatten mit mir. Ja, korrekt. Aber jetzt haben wir mit Direktflügen nach Bali das günstigste oder die günstigste Option womöglich rausbekommen. Für 400 Euro insgesamt. Und da werden wir jetzt nochmal also ein paar Tage... Genau, richtig, insgesamt. Und da werden wir jetzt nochmal ein paar Tage ein paar
wichtige Dinge für die Villa Chibo abklären, wie zum Beispiel Türen und so weiter. Vielen Dank fürs Einschalten. Stay positive wie immer und Tschüssikowski! Ich will auch. Was denn? Sag auch. Tschüssikowski! Ich kann's.